Zum Schluss führt unsere Sitzung mit Herrn Dreyer. So, dann kommen wir zu unserer Tagesordnung. Ja, sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Bedenken anmelden gegen die Zulässigkeit des Antrages unter Tagesordnungspunkt 7 der heutigen Sitzung. In dem Antrag soll der Kreisausschuss verpflichtet werden, zum einen die Bußgelder zurückzuzahlen in dem bereits abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren im Zuge der Bekämpfung der Corona-Pandemie und dann noch zwei soll dann der Landrat sich entschuldigen in der Öffentlichkeit. Zu Punkt 1 ist zu sagen, dass die Aufgaben des öffentlichen Gesundheitswesens hoheitliche Aufgaben sind, die dem Kreisausschuss nach Weisung übertragen worden sind. Der Kreistag hat hier keine einzelfallbezogene Entscheidungskompetenz. Und zu dem zweiten Punkt, die Grundverfassung kennt keine Rechtsgrundlage, die dem Kreistag ermöglicht, den Landrat eine Entschuldigung, also eine Entschuldigung abzuverlangen, das ist der Verfassung soweit fremd. Deshalb lege ich an, diesen Tagesordnungspunkt unterzunehmen mit Beschlusslage des Kreistages zu dieser Geschäftsordnung. Ja, Herr Vorsitzender, auch meine Fraktion hat Bedenken, was die Zulässigkeit angeht, und ich würde den Antrag stellen, Adolf folgt in Kürze, sodass wir dann über alle 43 Sporthallen tatsächlich
das neue System dann installiert haben werden. Zu den einzelnen Regelungen, das ist wie folgt organisiert. Die Trainer der Sportvereine erhalten über das Erki-Schließsystem mittels einer Handy-App Zutritt zu den Sporthallen, zu den jeweils genehmigten Hallenzeiten. Die Trainer sind verpflichtet, beim Betreten und Verlassen der Sporthalle den Erki-Zylinder zu nutzen. Und das gilt auch dann, wenn beispielsweise die Tür der Sporthalle offen sein sollte, weil im Hintergrund des Erki-Systems auch ein Schließprotokoll geführt wird, sodass wir das dokumentieren können, wer wann die Halle dort genutzt hat. Das ist auch wichtig, später, wenn es darum geht, Verstöße gegen Nutzungsvorschriften darzustellen, aufzuklären oder etwaige Schadensbilder auch den Verantwortlichen zuzuordnen. Zu den Rückmeldungen. In der Gesamtschau haben wir positive Rückmeldungen, sowohl aus dem Kreis der Verwaltung, das sagen Hausmeister und Schließdienste. Die tägliche Belegung der Sporthallen erfolgt durch die Vereine reibungslos und wir müssen auch keine ergänzende Unterstützungsleistung mehr dort sicherstellen. Die Nutzung der Sporthallen durch die Vereine ist inzwischen nachvollziehbar. Die Schäden, etwaige Schäden können zielgerichtet angesprochen werden. Das erhöht die Transparenz der Nutzungen und wir hören auch nur von den Vereinen Zustimmung zu diesem Verfahren. Vielen Dank. Wir kommen zur Frage 3 von Frau Dr. Ravensburg, Einbau von Steckdosen an den IGS in der Tat. Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender, an der IGS Wiedertal gibt es erfreulicherweise Digitalklassen und dort wurde sogar ein Fachraum mit modernem Bildschirm, die ja aus dem Digitalpakt dort installiert. Und deshalb frage ich diesen Zusammenhang, ob es kurzfristig und zwar damit also noch vor der Grundsanierung die Möglichkeit gibt, den Raum mit mehreren Steckdosen auszustatten, da die Schüler ihre iPads, die sie da ja nutzen sollen, nicht nachladen können. Ja, in Frau Ravensburg, wir verfolgen dort tatsächlich eine etwas andere Strategie. Das Problem der Versorgung mit Infrastruktur zum Laden von Geräten ist ein echtes Problem, weil jetzt ja verstärkt auch solche Geräte dort eingesetzt werden. Das Problem ist auch, dass sich die bestehende Infrastruktur nicht gerade eben einfach erweitern lässt. Wir haben das vor Ort deshalb in Folgen gelöst. Wir nutzen dafür die Möglichkeit, sogenannte iPad-Koffer einzusetzen. Das heißt, da werden die Geräte in einer Sammelbox installiert, geparkt und dann auch so Toto aufgeladen. Die IGS Wiedertal verfügt insgesamt über 5 solche iPad-Koffer und sollte darüber in der Lage sein, tatsächlich auch die Geräte aufgeladen den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung zu stellen. Und da wir einen hohen technischen Aufwand sehen für den Anschluss eines einzelnen Raums an die entsprechende elektrische Versorgung, wollen wir diesen Weg gerne nutzen. Die Verwaltung hat mir noch aufgegeben, Hinweis zu geben, dass dieser Bedarf, der jetzt augenscheinlich wahrgenommen wird, auch bisher nicht kommuniziert war. Das haben wir natürlich auch entsprechend umgesetzt. Wir arbeiten mit den 5 iPad-Verfahren. Eine Nachfrage? In dem Zusammenhang hätte ich dann noch die Nachfrage. Uns wurde die Information gegeben, dass die Eltern die Geräte angeschafft haben. Das heißt, vermute ich über diese 5 iPad-Koffer hinaus. Wenn das im Landkreis nicht bekannt ist, dann wäre es sinnvoll. Meine Frage, würden Sie dann Kontakt nochmal mit der Schule aufnehmen, ob es an diesen Zusatzgeräten liegt und vielleicht kann da ja eine Lösung gefunden werden. Also Sie können gerne um das Gespräch suchen. Wenn es aber um die individuellen Geräte, die jetzt ja zukünftig jeder mitbringt, gehen sollte, haben wir nicht das Problem. Wir müssten dann ja einen Klassensatz an Steckdosen anbieten. Das wird mit der Einzelsteckdose nicht zu lösen sein. Die Erwartung wird sein, dass das individuelle Nutzungsverhalten idealerweise so ausgelegt ist, dass die Geräte dann bitte geladen zum Unterricht mitgebracht werden und dann nicht im Schulunterricht irgendwie das kommuniziert werden muss, weil dann werden wir an Grenzen stoßen. Wir werden trotzdem das Gespräch suchen, das aufzuklären, aber die iPad-Koffer sind tatsächlich für die vorhandenen Klassensitze gedacht und werden dann auch einheitlich gespielt. Wir suchen nochmal das Gespräch, aber ich glaube nicht, dass wir das versprechen können, jetzt für alle Endgeräte, die jetzt kommen werden, individuelle Lademöglichkeiten im Klassenraum anzubieten. Das wird schlicht nicht gehen. Vielen Dank, ich glaube, das ist ein guter Hinweis. Frage 4. Da war eine Zusatzfrage. Herr Vorsitzender, Herr Landrat, ich wollte eine Zusatzfrage stellen. In dem Zusammenhang, wann ist damit zu rechnen, wenn endlich mal diese Gesamtschule saniert wird?
Also wir haben eine Mittelfrist aufgesetzt. Ich habe die gerade nicht präsent. Wir können es gerne im Protokoll auch den Hinweis noch geben. In dieser Sanierungsliste finden sich natürlich viele Schulen. Das erklärt, dass nur ein Fall nach dem abgearbeitet werden kann. Ist aber auf der Agenda. Sie beantworten das bitte im Protokoll. Dankeschön. Bitte. Dann kommen wir zur Frage 4. Frau Ravensburg, Ersatz der Beleuchtung mit dem Sporthandel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Im Rahmen dieses Besuchs habe ich festgestellt, dass in der Sporthalle, also der alten Sporthalle in der Grundschule, nur jede dritte Leuchtstofflampe brennt und das, glaube ich, für den Sportunterricht sehr düster ist. Meine Frage lautet, werden die Leuchtstofflampen analog zu den modernen Lampen, die sich bereits auf der ehemaligen Bühne in dieser Sporthalle befinden, bald möglichst ersetzen? Und ich stelle gleich die Zusatzfrage, wann werden die Leuchtstoffröhren der Grundschulsporthalle ersetzt, damit in der dunklen Jahreszeit eher ausreichend Beleuchtung für den Sportunterricht gewährleistet werden kann? Ja, also dazu kann ich Ihnen folgendes Lagebild übermitteln. Zunächst noch ist es so, dass tatsächlich im Moment jede dritte Leuchtstofflampe eingeschaltet war. Das hat was mit dem Energiemanagement zu tun. Es gibt aber auch defekte Leuchtstoffe. Es gibt also beide Phänomene. Die eine verfügt über eine mehrstufige Beleuchtungsschaltung, die einen effizienten Heimbetrieb in Abhängigkeit von der Nutzung ermöglichen soll. Aber das sind tatsächlich auch vereinzelte Leuchtmittel defekt und werden umgehend erneuert. Sofern die vorhandenen Leuchten die Aufnahme moderner Leuchtmittel, Retrofit oder LED, ermöglichen, kommt auch eine solche in Betracht. Das hängt aber sehr von der vorhandenen Technik ein Stück weit ab. Zur Zusatzfrage. Die ortsansässige Elektrofachverein ist bereits beauftragt und beabsichtigt, einen Leuchtenaustausch bereits in Herbstferien durchzuführen. Das war der Plan. Er musste leider krankheitsbedingt verschoben werden, also bei der Firma. Es sind Krankheitsfälle aufgetreten. Wir gehen aber jetzt von einer kurzfristigen Sitzung aus. Danke. Wir kommen zur Frage 6, Nutzung der Sporthalle mit vorhandenen Ferienzeiten von Johann. Ja, sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrter Nachbar, gerade die Jahreszeit, dass wieder so rund und die irgendwelche Vereine und Verbände nutzen und wieder verstärkt die Sporthalle des Landes. Hier gibt es anscheinend unterschiedliche Nutzungen durch die Vereine. Daher frage ich den Kreisausschuss, können die Sporthallen des Landkreises auch in den Ferien von allen Vereinen und Verbänden genutzt werden oder gibt es hier Sonderregelungen? Der Landrat würde ich dafür die Zusatzfrage gleich stellen. Wenn ja, wieso wird es nicht allen Vereinen Verbänden zugänglich gemacht? Wenn nein, wieso ist eine Nutzung in den Ferien für die Vereine nicht möglich? Herr Erdmann, das Landwirt trifft zu. Wir haben tatsächlich eine abweichende Entscheidungspraxis. Ich glaube, das kann ich in einer Antwort zusammenfassen. Und zwar haben wir eine Sonderbestimmung für die Nutzung unserer kreiseigenen Sporthallen beschlossen mit dem Kreisausschuss. Und § 20 ist dort vorgesehen, dass grundsätzlich die Hallen in den Ferien geschlossen werden sollen, mit der Ausnahme auch für besondere Sportveranstaltungen, also Wettkämpfe, Punktspiele, Vorbereitungslehrgänge, auch Meisterschaften etc. Dann kann in diesem Fall eine Ausnahmegenehmigung zur Nutzung erteilt werden. Und dann findet das auch tatsächlich so auch statt. Hintergrund für diese differenzierte Regelung, dass wir das in allen einräumen, es geht zum einen darum, Energiekosten zu sparen, also die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Zum anderen sollen aber auch Zeiträume geöffnet werden, die Hallen grundständig reinigen zu können und Reparaturen, insbesondere diesen Zeitraum, zu regeln. Hinzu kommt, dass die Vereine des Breitensports, die eben das Wettkampfgeschehen darstellen, typischerweise auch die Hallen relativ schwach nutzen. Das ist so der Hintergrund dafür und das beantwortet im Grunde auch diese Differenzierung, warum wir auf der einen Seite den Verein nicht allen Vereinen das zugänglich machen und beantwortet auf der anderen Seite, wieso die Nutzung, die Ferien für die Vereine sonst nicht möglich ist. Ich denke, das reicht zuerst. Vielen Dank. Bitteschön. Und dann von Herrn Rathmann noch eine Frage zur Umsetzung von Baumaßnahmen am Standort Enseschule für die Matthias Bauer. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Landrat, wie in der Schulausschusssitzung am 1. Juli diesen Jahres vom Kreisausschuss berichtet, sollten die Baumaßnahmen für die Matthias-Bauer-Schule an der Enseschule bis zu den Herbstferien abgeschlossen sein. Daher frage ich den Kreisausschuss, sind nun alle Baumaßnahmen sowohl im Gebäude wie auch außerhalb des Gebäudes für einen reibungslosen Schulablauf der Matthias-Bauer-Schule wie auch für die Enseschule durchgeführt worden? Wenn ich darf, gleich die Zusatzfrage, stehen noch weitere Baumaßnahmen auf dem Gelände oder im Gebäude in Zukunft an? Ja, seit der Erdmann, die erforderlichen Baumaßnahmen im Gebäude sind abgeschlossen. Wir belasten einen reibungslosen Schulablauf, die Baumaßnahmen außerhalb der Schule.
Beispielplatz insbesondere. Die Baumaßnahmen werden in der 46. KW fertiggestellt. Der Spielplatz kann ab der 47. KW wieder in Betrieb genommen werden. Und zu der Zusatzfrage, weitere Baumaßnahmen folgen für den Spielgeräteunterstand auf dem Außengelände, der ist noch nicht erstellt. Im kommenden Jahr erst, Hintergrund ist, wir brauchen dafür eine Baugenehmigung, die muss noch beantragt werden. Und deshalb war das jetzt in der aktuellen Maßnahme noch nicht möglich. Ein provisorischer Spielgeräteunterstand wird aber über einen Container zur Verfügung gestellt, sodass das Gelände nutzbar ist. Vielen Dank. Wir kommen zur Frage Nummer 7, zusammen mit Günther, zur Dampfwerkstatt des Objekts. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Landrat, meine Damen und Herren. In der Gemarkung Möringhausen über Warenleitung stellt die Situation im Straßenverkehr auf Unfällen durch die deutsche Sammelmigration verursacht werden. Hat die Unreaktbehörde Kenntnis von dieser Situation und falls ja, wie erkennt sich das Vorkommen dieser Wildart im Kreisgebiet? Meine Zusatzfrage wäre, was gedenkt die Unreaktbehörde zu unternehmen angesichts der Gefährdung des Straßenverkehrs, die der Probleme bei der Wiederaufforstung vermissen? Ja, liebe Frau Winter, ich kann zur Frage Abfrage von uns beantworten. Der Herkunft liegen keine belastbaren Kenntnisse über verkehrsgefährdende Situationen vor. Wir haben Kenntnis darüber, über den Sammelbestand existent. Aber Verkehrssituationen, die gefährlich gewesen wären, liegen nicht als Berichte vor. Allerdings gehört es auch nicht zur Aufgabe der Herkunft, solche Sachverhalte zu überprüfen. Deshalb gibt es auch kein regelhaftes Abprüfen solcher Entwicklungen. Wie wird gesteuert? Im Landkreis Waldeck-Frankenberg gibt es kein ausgewiesenes Dammwaldgebiet. Um die Ausbreitung über die abgegrenzten Gebiete hinaus zu verhindern, wird im Hessischen Jagdgesetz grundsätzlich der Abschuss von je zwei Stück Dammwild beiderlei Geschlechts festgesetzt. Die Freigabe gilt bei Dammhirschen bis zum Alter von 4 Jahren. Über diese Freigabe hinausgehende Abschüsse sind bei der Jagdbehörde zu beantragen und zu genehmigen. Soweit die rechtlichen Handlungsrahmen. Es gibt somit beim Dammwild keine zahlenmäßigen Abschussbeschränkungen für die Jagdausübungsberechtigten. Um die Ausbreitung des Dammwildes zu verhindern und Windschäden zu verringern, hat die Untere Jagdbehörde zur Verfahrensvereinfachung in diesem Jagdjahr sowie den Vorjahren in mehreren Jagdbezirken die Freigabe der Tiere bereits im Vorfeld anstehender Jagden erteilt. Weiterhin teilen wir mit, dass weder das Bundesjagdgesetz noch das Hessische Jagdgesetz entsprechende Regelungen vorsehen, Straßenverkehrsgefährdungen bei diesen Entscheidungen zu berücksichtigen. Also, auf Nachfrage erteilen wir Genehmigung und das ist schnell. Okay, vielen Dank. Wir können gleich da bleiben, weil die achte Frage auch von Ihnen kommt zum Thema Prüfung Jahresabschlüsse der Kommunen durch die Revision. Vielen Dank. Also der Revision des Landkreises obliegt unter anderem die Prüfung der Jahresabschlüsse der Städte und Gemeinden im Kreisgebiet. Welche Prüfberichte gemeint ist hier von welchen Städten und Gemeinden und welches Jahresabschlusses wurden in 2024 abgeschlossen und an Städte und Gemeinden überstellt? Meine Zusatzfrage wäre, wie lange dauert im Schnitt die Prüfung eines Jahresabschlusses durch den Kreis? Ja, Frau Günther, dazu kann ich folgende Informationen geben. Folgende Schlussberichte wurden im Kalenderjahr 2024 stand, 8.11. muss ich jetzt sagen, an die Städte und Gemeinden im Landkreis Waldeck-Frankenberg abschließend übersandt. Gemeinde Almdorf-Ider, Schlussbericht für das Haushaltsjahr 2017. Stadt Bad Ahausen, Schlussbericht 2020. Stadt Bad Willungen, Schlussbericht für das Jahr 2011. Gemeinde Burgwald, Schlussbericht für das Jahr 2017. Nationalpark Gemeinde Niedertal, Haushaltsjahr 2020. Nationalpark Stadt Freiburg, Schlussbericht für 2012. Kreisgemeinde Stadt Korbach, Schlussbericht für 2020. Stadt Rosenthal 2014. Gemeinde Tüssetal 2013. Nationalpark Gemeinde Föhl, Schlussbericht 2011. Nationalpark Stadt Waldeck, Schlussberichte 2011 und 2012. Gemeinde Willingen, Schlussbericht 2017. Darüber hinaus gibt es noch 4 weitere Berichte, die zur Abstimmung im Gemeindeverband in der Entwurfsfassung zugeleitet worden sind. Das ist die Stadt Bad Willingen, Schlussbericht 2012. Die Stadt Münden, Schlussbericht 2014. Nationalpark Gemeinde Föhl 2012. Und Gemeinde Willingen 2018. Neben diesen 5 Tätigkeiten hat die Revision nur in Ordnung halber noch viele andere
Prüfarbeiten zu erledigen. Das haben wir in der schriftlichen Antwort mal skizziert. Und dann zu der Zusatzfrage, wie lange dauert die Prüfung des Jahresabschlusses? Wir haben einen Durchschnitt ermittelt, da liegt die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Prüftätigkeit bei 24 Tagen. Allerdings haben wir relativ hohe Schwankungen von Kommune zu Kommune. Das hat ja auch damit zu tun, wie gut dann die Kommunen zuarbeiten können, ob Mitarbeiter erkrankt sind oder auch nicht. Das ist wieder sehr volatil. Was vielleicht nochmal so als ja, vielleicht ist die Frage missverständlich formuliert. Bitte erlauben Sie, das nochmal umzuformulieren. Also die beiden Berichte aus Waldeck. Da steht im Bericht, abgegeben ist der Abschluss durch Beschluss im Magistrat 2015. Und den Bericht haben wir jetzt erhalten. Ja. Also das wäre meine Frage. Wie viele Jahre liegen dazwischen? Vielen Dank für die Präzisierung. Dann ja. Müssen Sie vergrößern aus Protokoll, dann werden wir das nochmal ausarbeiten. Die Verwaltung in der Revision ist von Interesse, verstehe ich jetzt auch, aber soll mit Frage verstanden. Okay. Dann würden wir das noch mal nachreichen. Sehr gerne. Vielen Dank. Bitte. Herr Schalk. Eine grundsätzliche Frage zu diesen Prüfungen. Wird denn nur im Haus geprüft oder werden auch noch Prüfungen außerhalb vergeben? Also, soweit ich orientiert bin, haben wir im Grunde diesen Versuch aufgegeben. Also, die Kommunen haben sich ja selbst in der Hand, diesen Weg zu gehen. Ich glaube, die Kommune Tüssenthal hat das mal damals getan. Im Übrigen, also, wir haben es ermöglicht seitens der Revision. Die Revision hat es zugelassen. In einer Vorprüfung quasi ist das zu vergeben. Das wird aktuell aber, glaube ich, nicht geschehen. Okay, bitte. Wir kommen zur Frage. Noch eine Zusatzfrage, glaube ich. Ja, vielen Dank. Ich bitte um Entschuldigung, aber machen diese Prüfungen nach mittlerweile 12, 13 Jahren überhaupt noch Sinn? Ist überhaupt mal irgendwie abzusehen, ob man da mal ein bisschen zeitnaher hinkommt, sodass letztendlich auch ein Überblick für die gesamten Kommunen dann reicht? Oh, soll ich die rhetorische Frage jetzt gut beantworten? Also, das Ziel muss es sein. Das steht ja natürlich richtigerweise auch drin und tatsächlich muss es auch sein, dass die Entscheidungsträger, die über Haushaltsentscheidungen zu befinden haben, in der Lage versetzt sein müssen, über die Vermögenslage der Kommune Bescheid zu wissen, sonst können sie nicht klugerweise Haushaltsentscheidungen herbeiführen. Das muss das Ziel sein, darauf muss hingearbeitet werden. Es wäre sinnhaft, wenn wir das Ziel erreichen würden. Danke. Bitte. Kommen wir jetzt zur Frage 9. Herr Dr. von Natusius zum Thema Rhein-Main-Weg. Herr Vorsitzender, Herr Landrat, die Frage lautet, welchen Einfluss kann der Kreisausschuss des Landkreises Waldeck-Frankenberg auf die Details des Verlaufs der Gleichstromtrasse des Rhein-Main-Rings politisch und juristisch nehmen und welchen Einfluss hat er bisher darauf? Ja, sehr geehrter Dr. von Natusius, zunächst möchte ich vorangestellt sagen, dass das Vorhaben ja sehr maßgeblich politisch schon bereits vorbestimmt ist. Das heißt, wir haben entsprechende gesetzgeberische Rahmenbedingungen, die das Gewicht des Projektes auch unterstreichen. In dem aktuellen Planfeststellungsverfahren wird vor diesem Hintergrund tatsächlich im Wesentlichen nur noch über den exakten Verlauf der Stromleitung zu befinden sein. In diesem Verfahren wird der Landkreis als Träger öffentlicher Belange auch angehört und das können wir auch entsprechend nutzen. Aufgrund der allerdings engen Steuerungsvorgabe im vorliegenden Planfeststellungsverfahren sieht der Kreisausschuss gegenwärtig keinen Anlass zu einer dezidierten politischen Bewertung. Der Kreisausschuss hat aber, wir schreiben vom 30. September 2024, eine fachliche Stellungnahme abgegeben, die Belange des Umwelt-, Wasser- und Bodenschutzes sowie der Landwirtschaft darauf hinzuweisen, damit sie im Verfahren nicht übersehen werden. So ist der Stand der Dinge. Darf ich eine Zusatzfrage stellen? Ist es möglich für Kreistagsmitglieder, an diese Unterlage zu kommen? Können wir gerne allen Kreistagsmitgliedern zur Verfügung stellen. Sehr schön. Danke. Wir kommen dann zur Frage 10. Wir danken in Mai. Frau Unternehmen und Kindergarten, Tante Käthe, Vormacht. Beantwortung wieder an Sie. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, ich frage den Kreisausschuss, warum hat das Kreisbauamt nach der Teilung Baumlinie für den Vormacht der Bauer neue Berichte vom Kindergarten? Tante Käthe, nach Fertigstellung von weiterer Auflagen geteilt, die für die Stadt endlich Zusatzkosten ausgelöst haben. Ja, nein, meine Damen und Herren, wir haben gar keine nachträglichen Aufgaben, keine nachträglichen Auflagen der Baumlinie verfügt. Allerdings
Vorsitzende, die Stadt im Zuge der Bauausführung, die zunächst als gestalterisches Element geplanten Emporen in den einzelnen Gruppenräumen dann doch für Betreuungszwecke zu nutzen. Daraufhin musste und wurde auch mit der Stadt ein Kompromiss gefunden, dass für diese Betreuungsflächen auf den einzelnen Emporen in den Gruppenräumen auch eine angepasste Flucht- und Rettungssituation geschaffen wurde. Das hat natürlich Geld gekostet. Hast die Zusatzfrage nicht mehr so ganz atemlos, aber ich stelle sie trotzdem, vielleicht können Sie ja etwas dazu sagen. Ist denn die Annahme der Stadt Horbach richtig, dass ein Rechtsstreit über die nachträgliche Auflage dazu geführt hätte, dass es bis zur Klärung keine Betriebserlaubnis für das gestellte Gebäude gibt? Ja, ganz klar kann ich Ihnen sagen, die Frage braucht nicht beantwortet zu werden, weil es überhaupt nicht zu einem entsprechenden Verfahren gekommen ist. Aber jetzt rein fachlich kommen wir nicht zu der Auffassung gelangt, ja, wir hätten eine Betriebserlaubnis erteilt mit dem Fachdienstjugend, allerdings dann begrenzt auf die erdgeschossigen Flächen und erstmal oben die Emporenfläche. Aber an einer Betriebnahme hätte das wahrscheinlich nichts gemacht. Vielen Dank. Wir kommen zur Frage Nummer 11 für Dr. Leitmann von Herrn Kindler. Anzahl Gewerbeanmeldung und Insolvenzen im Zeitraum 2018 bis 2023 im Landkreis. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Wiesner, wie viele Gewerbeanmeldungen bzw. Aufgaben, Insolvenzen hat es in den Jahren 2018 bis 2023 im Landkreis von den Frankenberg gegeben? Ja, sehr geehrter Herr Wiesner, wir haben die Zahlen zusammengestellt von 2018. 947 Gewerbeanmeldungen bis 2023, 1121, immer eine leichte Steigerung. Ich will uns jetzt ersparen, dass ich die Zahlen im Detail vorlese, weil aus der schriftlichen Vorlage können die verbessert übernommen werden. Und bei den Insolvenzen gab es eine rückläufige Entwicklung. 2018 waren das 203 Insolvenzen, die gemeldet wurden, und in 2023 168. So, dann kommen wir zur Frage 12 auf Herrn Dinger. Gemeinsames Gearbeit von Asylbewerbern. Ja, wie viele Asylbewerber, Leistungsempfänger arbeiten gemeinnützig in den Gemeinden des Landkreises? Und die Nachfrage darf ich auch erstellen. Wie haben sich diese Zahlen seit 2016 entwickelt? Und die zweite Nachfrage, welche Maßnahmen werden ergriffen, um die Betroffenen zur gemeinnützigen Arbeit zu bewegen? Ja, die Frage beantworte ich gerne, sehr geehrter Herr Wieser. Zurzeit arbeiten 7 Asylbewerber bei einigen wenigen Städten und Gemeinden gemeinnützig. Prozentquote war nachgefragt, kann man eigentlich nicht beziffern, liegt unter 1%. Es liegt maßgeblich daran, dass uns die Städte und Gemeinden keine entsprechenden Angebote unterbreiten. Die Zahlen haben sich von 22 im Jahr 2016 dann über die Jahre auch deutlich nach unten entwickelt, bis zu der eben genannten Zahl von 7 im laufenden Jahr. Es waren in den Zeiten der Pandemie 2021 und 2022 noch viel weniger, nämlich 1 oder 2. Also im Ergebnis gibt es keine oder kaum Angebote von den Städten und Gemeinden für solche gemeinnützigen Arbeitsplätze. Unser Ziel ist es allerdings auch nicht, auf dem Segment intensiv zu arbeiten, weil wir möglicherweise anderen Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus dem Bereich SGB II oder SGB XII solche Beschäftigungsmöglichkeiten dann vorenthalten würden und müssten. Unser Augenmerk liegt hier vor allem eben darauf, dass die Menschen, die zu uns kommen, den Erwerb der deutschen Sprache ermöglicht bekommen, damit sie dann möglichst schnell in den regulären Arbeitsmarkt eingespeist werden können. Und nach den neuesten Statistiken unseres Jobcenters gelingt das relativ gut, insbesondere bei den Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen. Ja.